Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Mainburg-Map mit dem Randy Sachsnetzberger, Jonas Scheirich, Torben Vorstadt, Markus Stefan. Habe die Ehre. Hallo. 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 Da, okay. Und wir sind schon wieder fleißig am. Da muss ich doch glatt mal gucken, wie viel Gerste wir jetzt hier rausbekommen haben. Das ist ja der Obershit. Ah, wir haben nur noch 200 Kartel oder so drin. Ja, jetzt haben wir 779. Ist in Ordnung. Nein, wir hatten keine 200k drin. Sicher? Und gestern hatten wir viel mehr. Mhm. Ja. Viel mehr auf jeden Fall. Dann vielleicht 600.000 oder so. Ja. 600k. Na, Monat, glaube ich. Passt doch. Jetzt haben wir über 800 auf jeden Fall, wenn das hier drin ist. Die ersten jetzt auch mit auf meinem Feld gelandet. Muss ich natürlich mal schauen, ob wir noch irgendwo ein Gewicht hier haben am Hof. Kann nicht sein. Ich glaube, an zwei Traktoren ist noch eins dran. Stimmt, hast du recht. So, müssen wir halt mal schauen, wie wir es denn geldtechnisch gut machen, ne, Randy? Wir haben momentan minus 15.000. Ja, super. Was? War da gerade noch ein Gewicht dran? Minus 15.000. Ja, jetzt eine große Nachfrage. Gerste, das wäre schon ein bisschen nice, ne? Ich könnte weiter vorspielen, aber da geht die Kohle halt weiter runter, aber wir könnten nur nachfragen. Bringt ja nicht. Bringt nicht. Also wir haben jetzt schon zweimal Erdäppeln, einmal Mist, einmal Silage, einmal Hacken. Das, was du im Lager hast, kommt doch sowieso immer nicht. Ja, ist richtig. Das macht Spaß, Toben, oder? Ja, ich hab so herausgefunden, wie es klappt. Ne. Muss mindestens 5% immer im Tank behalten. Mhm. Dass er nicht bei den ersten 5% dauernd die Fruchtsorte wechselt. Sag mal, will er mich jetzt abrollen? Wieso hängt er das Frontgewicht nicht an? Vorne drauf geschalten. So. Ach so. Hä? Könnte mal einer Lars moven. Ja, klar. Ja. Ist in der Lobby. Was ist denn der ausgetimt? Vor und irgendwann. User was moved to your channel. Hast du mitgekriegt? Ich auch nicht. So. Wie heißt eigentlich, welche Map kommt jetzt auf den Community-Server? Wie hieß die nochmal? Loshügel. Loshügel. Ach, das ist doch die sächsische. Oder? Ja. Das ist die, die ziemlich viele Berge hat und richtig große Felder. Die habt ihr auch im 13er gespielt. Ernsthaft? Im 15er? Ja. Ja, wir haben die im 13er gespielt. Ja, da haben wir doch damals das erste Mal mit diesen Autocombine dann uns umprobiert. Aber das Feld, ja, das Feld war ja so groß, da haben wir ja für das eine. Da wollte ich gar nicht hin. Da haben wir doch für das eine Feld pro Phase eine Woche gebraucht jedes Mal. Ach, stimmt, ja, das war übelst. Deswegen haben wir das dann abgebrochen, ne, weil das einfach zu. Nö, wir haben da unsere 50 Parts gemacht und dann sind wir wieder gewechselt. Ja, gut, aber dann haben wir schon gesagt, wir wechseln aus dem Grund, weil das ist ein bisschen. Ne, für drei Leute. War schon ein bisschen heavy. Metal. Ja, dann ist wenigstens mal eine Herausforderung, sag ich dann schon mal eine große. Ja, für die Community-Server ist natürlich geil, ne? Damit 16 Leuten maximal spielen kannst, wenn mal ein paar Leute auch da sind. Deswegen werden wir dann auch nochmal reinschreiben. Wie gesagt, wir laden ja auch wieder ein paar neue Leute ein und wir werden natürlich versuchen, auch, dass die Leute angehalten sind, wirklich auch da ein bisschen auf den Community-Server zu spielen. Das ist ja, dafür ist er da, der kostet jeden Monat Geld und das ist halt das Problem. Warum soll man dann das Geld ausgeben? Wenn keiner drauf spielt, dann ist es sinnlos. Gell? Und es ist ja wirklich nur ein nett gemeintes Angebot von uns, dass wir den halt stellen. Wir müssten das ja nicht machen im Endeffekt. Da erwähnt es momentan eh im Standby. Da müsste jetzt nur in den nächsten 4 Tagen müsste da bezahlt werden, dann ist man da eh gelöscht. Aber da ja nur alles da steht, erweitere ich natürlich. Und den HF2, den werden wir halt weiterhin für das nutzen. Also wir machen das jetzt hier schon lokal, wie wir es jetzt haben, weil funktioniert ja anscheinend auch besser. Super, auf jeden Fall. Weil das leckt jetzt beim Laufen ja auch nicht mehr so rum.
Und den anderen. Bei dir nicht, weil du der Horst bist. Nee, bei euch dürfte es aber auch nicht so sein, oder? Ja, doch. Ich habe auch einen viel stabileren Ping die ganze Zeit gerade. Und auf den HF2 lasse ich dann halt das Testen, das Food Order Projekt. Wenn das jetzt stabil läuft und alles, dann kannst du dann auch einsteigen, wenn du die Zeit denn hast und möchtest. Bei Food Order? Ach, scheiße. Total verpennt. Was denn? Dass ich voll geworden bin. So. Der Name war schwierig, also wirklich, man stand dann da, so eigentlich, wir wollten das erste Mal, wo wir dann aufgenommen haben, so quatschen noch vorher, so und so nennen wir das, ja. So, stehen kurz davor, die erste Folge aufzunehmen. Wie wollten wir das Projekt jetzt nennen? Hab's vergessen. Ja, Ist ja, ja so und das und das, ja, ne, und ja. Ja, Fruity Times, ich sag, nee, jetzt scheiße an das, ne. Ja. Was haben wir denn zuletzt gesagt? Weißt du was? Ja, ja. Was haben wir denn zuletzt gesagt? Sagst du zu Klick, das letzte, was du gesagt hattest, war Vegan-TV. Hört sich genauso, scheiße an. Nee, können wir nicht machen. Ja, und dann nach einer halben Stunde wieder haben wir uns dann auf Food Order geeinigt. Okay. Also ich hab jetzt und selbst auch Food Order, schon gewartet, Tom. Ja, das Problem ist, im Deutschen wäre es zu lang gewesen. Und im Englischen, da musst du ja auch irgendwie, weil im Englischen ist ja nicht vieles, ja, so wie es das im Deutschen gibt, gibt es ja das im Englischen, ne? Und das war alles sehr kompliziert. Also ich kann es ja gleich durchziehen zu mir. Und Vegan TV wäre ein bisschen so provokant gewesen. Also ich habe jetzt die Erträge auf der Map einfach mal geviertelt. Also das war nur das, also das. Einfach nur ein Viertel der Erträge rauskommt und habe auch die ganzen Preise gesextelt. Du redest jetzt von der Community in der neuen Map, ja? Ja. Alles schon. Das ist natürlich heftig, das ist eine Hausnummer, ne? Ich wollte gerade sagen, gehen wir nicht aus der Config raus. Ach so. Der fand verwirrt, konnte sich für keine Seite entscheiden. Ja, bin ich selber mein Schneiderberg, bin ich da. Ich muss hier dann noch eine Runde drin auf dieser Bahn. Brimstorben, das Feld ist schön. Das hast du, das hat Torben richtig gut hingekriegt hier. Schäm dich. Ist auf die stille Treppe, ja? Ich glaube, der ist schon umgefallen. Liegt er jetzt schon, der Torben? Nee, warte mal, er hat das Rohr eingefahren, da tut sich irgendwas. Da hängt das Schneidwerk an. Er scheint ja nicht ganz bewusstlos zu sein. Ich glaube, der ist jetzt schon ein bisschen geistig abwesend. Typisch. Man hört's eh, wenn ich umfalle. Ich habe ein Headset mit Headset-Mikrofon. So, ihr würdet's eh hören, wenn mein Talk. Weißt du, wenn so ein USB-Rausreißgeräusch kommt, dann. Nee, ich hab noch genug Kabel. Ach so. Okay. Da sind 5 Meter Kabel dran. Ja, wer es braucht? Ich glaube, bei mir. Nee, ich habe so eine Verlängerung. Ich nehme ja kein Headset. Ich habe ja diese In-Ear-Stecker von Apple. Die finde ich super. Weil mich stört das Headset. Apple? Ja. Ich habe die damals nur zu meinem Handy halt ganz normal dazu bekommen. Und deswegen hatte ich die am Rechner ausprobiert und bin so geil damit ausgekommen. Weil ich hasse das stundenlang, dieses Headset aufzuhaben. Das geht mir einfach auf den Geist. Und mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich halt auch sogar CSGO und so weiter damit zocke und mein Headset eigentlich nur noch im Schrank liegt. Ja. Ja, doch. Ich hab's mitgekriegt. Sieht's aus, Stefan? Hast noch Luft, ne? Ja. Da wir gerade bei Apple sind, hast du dir denn schon die Apple Watch vorbestellt? Nein, niemals habe ich mir die vorbestellt. Werde ich auch nicht tun, so ein Blödsinn. Also wem es gefällt. So ein Schrott. Ja, wer es halt braucht, aber ich brauch's nicht, also. Weiß gar nicht, was kostet die überhaupt? Weiß das einer? Also die teuerste, ich weiß jetzt nur die teuerste, das ist hier dieses, keine Ahnung, gefaked Fake Gold da, kostet 5.000. Oder 10.000. Ja. Und die anderen fangen Glübe ab. 800 an, 800, 900, irgendwie die billigste? Irgendwie so, keine Ahnung. Ist klar. Alle aus der Portokasse. Ja. Genau wie mit den Handys. Ich finde die neuen Handys und ja, so. Ich hatte einen Lag.
Torben, zieh doch mal nach links. Leck. Oh, jetzt. Die neuen Handys ist ja genau dasselbe. Es ist nicht mehr normal. Wenn du überlegst, das neue Samsung Galaxy Edge oder so, oder das Note 4 Edge oder wie das heißt, oder Note Edge heißt das einfach nur. Oder halt das iPhone 6 Plus, also so diese Spitzenmodelle, die liegen alle bei 900.000 Euro, ne? 900.000? Also, 900.000 Euro. Ne, ich weiß nicht aktuell, wie wo die liegen, aber ich denke mal so, wo sie rauskommen sind, so bei 1.000 Euro lag doch das iPhone 6 Plus, oder? Ja, ja, mindestens. Mindestens. Kommt drauf an, wie viel Gigabyte halt, ne? Wie viel, was? Wie viel Gigabyte, Mann? Ach so, ja, ich klar, wie viel Speicher. 16 Gigabyte, 900. Das finde ich halt persönlich bei den freien Geräten jetzt einfach wie Samsung, direkt von Google und so weiter, HTC und so weiter, einfach besser, dass man auch den Speicher erweitern kann, ohne dass man jetzt direkt... Nicht beim neuen Samsung, ja, ist halt ein intern, ne? Vergessen. Aber das, die, das haben sie ja auch mittlerweile abgeschafft, was etwas scheiße ist. Warum nur? Oh. Okay, ich drehe einfach, sag ich mal. Nö, nee, das ist ja am besten. Ja, wegen Ruhr ist es ja sowieso am besten. Ja, deswegen. Dun, 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 dun. So, warte mal hier den Stefan abtanken. Wie viel Zeit haben wir noch? 4. Wollen wir die Geräte dann so stehen lassen oder wollen wir erstmal alles wieder zum Hof? Sind ja noch mittendrin, oder? Ja, weil ich habe eine Idee. Wir fahren alles wieder zurück zum Hof, weil ich finde immer, wenn man eine neue Aufnahme anfängt, sind ja auch manchmal andere Leute dabei, da muss man immer so durchswitchen. Eine Woche später weiß man immer nicht mehr, wo war man stehen geblieben oder dann wer ist wo. Und so ist, steht man einfach am Hof, hat die Geräte und ab geht der Peter. Ne? Jeder steigt irgendwo ein und ja, wir wissen genau, wo wir hin müssen. Und auf der Karte wird sie angezeigt. Komm, dann machen wir das mal. Lass uns mal zum Hof zurückfahren, fix mal den Kerscher drüber jagen und dann... Kannst du mich schon abdanken? Ja. Ja. Hier, Stefan, hau auch mal rein den Rest. Ja. War's schon? Wo ist er mal? Alter, Torben, halt doch einfach an! Torben, halt doch an! Wenn man noch, meiner noch ausrollt, kann ich doch auch nichts dafür. Beweg mal das Abladerohr über den Dinger. Ey! Ey! Hallo! Halt mal an! Was hat er denn? Er hat wahrscheinlich Helfer. Ja. Scheiße. Ich hab noch eine Frage: Dürfen wir auf dem Community-Server eigentlich Ballen machen? Im geringen Maße oder? Ja, klar, können wir. Versuchen können wir es auf jeden Fall. Wenn er abkackt, wissen wir ja warum. Oder gab's da mal Probleme mit den Ballen, ne? Am Anfang, aber nach dem Stabi-Patch läuft das eigentlich. Von daher, probiert's aus. Wenn's läuft, alles gut. Wer gibt denn zum Feierabend den Kasten Bier aus? Komm zu mir, hier steht noch einer rum. Göttinger. Okay. Nee, Augustiner. Gut, dass wir gerade zum Hof zurückkehren. Mein Drescher ist bei 20 Liter angelangt und dann. Scheiße. Meiner war 176. Ja, los. Was, 20 Liter hast du nur noch? Ja. Oh. Aber sehr wenig. Oh. Ich hoffe, ich bleibe jetzt nicht. So, wie gesagt, erstmal also die Drescher auch alle leer machen und die ganzen Anhänger leer machen, alles schön zum Hof fahren, wieder ordentlich hinstellen und machen wir gleich nochmal hier. Es stehen ja einige Kerscher hier, dass wir die vielleicht gleich mal sauber machen. Mein Drescher kann ich direkt instant rückwärts einpacken. Warum? Nix gearbeitet, der ist sauber, ja? Steinberg ist nur dreckig geworden. Achso, okay. Aber die Anhänger werden auch nicht so richtig dreckig. Ich hab meine ganzen Hunden mit der Gerste gedreht. Der Scheißfuß. Wow! Gut gerettet, Lars. Hat er noch einen rumgezogen. Haben wir überhaupt genug Geld zum Waschen? Nö, wir sind hoch verschuldet, aber fürs Wasser reicht. Ich sag mal, Schallrich! Ach so!
Der ist besetzt. Oh, wo ist die Tanke? Da, ich hab keine Ahnung. Da längs bei den Strohballen, warte. Folgen wir mal unauffällig. Werden die Reifen jetzt immer sauber, oder? Ja. Jetzt? Boah, alle in Benutzung hier, ist ja der Hammer. Hier rechts ist die Tanke. Wir hatten jetzt hier den Drescher, den Dings einfach abgestellt beim Lager, bei unserem Lager. Mit dem Anhänger hinten dran. Ich bin aber dann aus Versehen auf eine andere Taste gekommen. Ach so, okay. Gut. Pack den mal ein, ja. Gut. Oh, dankeschön. Gewicht noch. So, warte, hier auch noch den Anhänger und Tracker bitte. Alter, nie wieder mit dem Senkrupper, ne? Ohne Gewicht hattest du den, oder? Ja. Wie viele Minuten ist schwer haben wir gerade zu fahren? Also wir machen jetzt, wir parken nur noch die Fahrzeuge alle ordentlich ein und dann ist Feierabend. Entschuldigung. Warum? Weil ich voll in Laden trinken, wohin? Ja, dann mach, geh. Kannst du da machen. Du gehst mir nicht auf Toilette, hier wird eingeschifft. Ja? Warum denn auf Toilette? Willst du die neue TV direkt holen? Von den Feldern geholt. Ne. Ey, Junge, heute Kuba wird eingeschissen. Ja, mach ich gleich. Heute wird zurückgeschissen. So. Berner volles Rohr. Dum, 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 dum. Das ist alles sauber hier? Jo. Warte mal, Randy, ich komme noch fix mit dem Gewicht zu dir. Ups. Wo du da noch den Schmatter abkriegst. Jo, sieht gut aus. Na, da haben wir dann für die nächste Aufnahme. Gucken, wenn dann auch vielleicht zwei, drei neue dabei sind. Wieder hier alles ordentlich sortiert und sauber und können quasi neu in den Tag starten. Oder in die Aufnahme oder whatever. Meiner muss ja eigentlich nicht gewaschen werden, der ist ja sauber. Klang gut. Kann man so aus weit und nicht verstehen. Ja. Also ich finde es echt cool, der Hof, dass der auch so schön groß ist. Ups. Zap, zap. So. Steht auch. Wo sind die ganzen anderen Drecker? Da fehlen noch Haufen. Ich bin gerade mit einem am Einpacken von den Krubbern. Ah, okay. Ach so, davon. Da kommt Vorstadt. Wer hat hier seinen Drescher nicht aufgetankt? Es fehlen noch zwei Schneidwerke. Derzeit kann ich ja den einen hier noch auftanken, schnell. Ich sehe noch auf dem Feld die Schneidwerke. Das ist schlecht. Hast du jetzt den Turm? Wir gehen in die Überlänge. Gut, da ich würde sagen, wir machen ja auch erstmal Schluss, holen noch fix die zwei Schneidwerke und ich glaube, Randy, du musst, oder? Nee, ah, ja. Nee, ja, ach, keine Ahnung, mach du einen. In diesem Sinne, ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Mitspielen auch. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und wir wünschen natürlich jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Heute ist ja auch Karfreitag und ja. In diesem Sinne sind wir erstmal raus. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefällt. Schaut mal in die Videobeschreibung runter und Montag geht's dann alter Frische weiter. Bis heute dann. Karfreitag? Ja. Okay. Nicht Karfreitag, Entschuldigung. Tag der Arbeit hier, 1. Mai. Karfreitag. Da war schon. Okay, scheißegal. In diesem Sinne, ja.